Moin, moin, herzlich hallo und willkommen zum Fußballtipp. Fußballtipp, siebter Spieltag, dritte Liga. So sieht's mal aus. Ja, bleibt Saarbrücken weiterhin die Überraschungsmannschaft? Und wie werden die ganzen Nachholspiele des MSV Duisburg aussehen? Schauen wir mal. Meine Tipps kennt ihr bereits. Eure könnt ihr ja noch jederzeit ändern. Meine kann ich nicht ändern, hatte ich ja schon gesagt am Anfang der Saison. Los geht's mit den neuen Fußballtipps. Das Auftaktspiel findet schon morgen statt. Oder wenn ihr das Freitag gucken solltet, heute. Das Spiel ist das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und Türkgücü München. Natürlich ist das die große Frage, wie es jetzt da laufen wird. Zwickau verdient gewonnen gegen Dynamo Dresden. Ne? Einfach in den 90 Minuten mehr für den Sieg getan als Dynamo Dresden. Bei den Münchnern, dazu kommen wir später zum Spiel der Münchner, weil da waren so einige Situationen dabei, wo man sich so denkt, so, ja gut. Aber nun gut. Na, lassen wir mal 5 gerade sein. Auf jeden Fall, die Münchner wieder zurück auf der Spur, wenn man das so aus neutraler Sicht mal sehen sollte. Die Münchner wieder zurück auf der Spur, als letztes den Erfolg gegen Lübeck gefeiert. Große Frage, wie wird es gegen Zwickau sein? Ich denke mal, dass dieses Spiel ein ausgeglichenes Spiel sein wird und am Ende es sogar ein Unentschieden gibt, ein 1:1. Das nächste Spiel findet am Samstag statt. Es ist das Spiel zwischen dem SV Meppen und dem 1. FC Kaiserslautern. Und Kaiserslautern kommt immer besser in dieser Saison, auch schon gegen Ingolstadt. Der nächste Unentschieden gegen ein Team, was man als Aufstiegsaspirant sehen darf und kann. Und man hat auch ordentlich mitgespielt. So, natürlich die Position momentan von Kaiserslautern sagt das nicht aus. Dass momentan die Lauterer mitspielen immer, aber es reicht eben dann nicht zum Dreier. Große Frage ist, wie geht's gegen den SV Meppen? Die Meppener, ja gut, also momentan so ein bisschen frustriert. Man hat das auch im Spiel gegen Halle gesehen, dass das irgendwie noch viel Frustration mittlerweile drin ist. Und dass das jetzt alles noch immer noch nicht klappt, wie sie es wollen. Und ja, es wird wahrscheinlich der Abstiegskampf für Meppen sein. Aber für Kaiserslautern kommt dieses Spiel sehr gut gelegen. Sie sind gut in Form. Und ich denke mal, Kaiserslautern wird dieses Spiel auch gewinnen. Nämlich mit 3:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und Dynamo Dresden. Ja, eben noch lauter gelobt. Ingolstadt kann man dafür kritisieren. Denn wie ich auch schon in den letzten Spielen oder auch schon zum Tipp selber gesagt hatte, dass Ingolstadt immer so eine Zwischendurchphase hat, die sie eben aushalten müssen. Und das hat man schon wieder gesehen. Also es ist, die Ingolstädter können auch irgendwie gefühlt nicht 90 Minuten Vollgas geben. Die können nur so Viertelstunde Vollgas geben und diese Viertelstunde musst du dann eben irgendwie als Gegner aufhalten. Jetzt für Dynamo Dresden. Ja, die haben ja immer mal wieder so welche relativ dünne Ergebnisse, sowohl positiv als auch negativ. Also klar, aus meiner Sicht bislang Dresden viele enttäuschende Partien gezeigt. Die müssen Punkte holen, sonst wird es mit dem Wiederaufstieg eher schwierig. Ich denke aber dennoch wird Ingolstadt diese circa Viertelstunde eben nutzen, um dieses eine einzige Tor zu erzielen. Und Dresden kommt nicht ran an dieses Ausgleich. Ein Abschluss gewinnt Ingolstadt mit 1:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Hansa Rostock und Viktoria Köln. Top-Spielcharakter auf jeden Fall. Beide Teams spielen um den Aufstieg mit. Wer hätte das erwartet an Anfang der Saison? Köln spielt um den Aufstieg mit. Ja, auch im letzten Spiel haben sie bewiesen, dass sie ein Team sind, mit dem man auf jeden Fall rechnen muss. 3:0 Führung gegen die Bayern. Und das in Unterzahl. Ja, nach dem 2:0 hat man dann rote Karte kassiert. Okay, ne, der ein oder andere mag sagen, so von wegen, natürlich ist das eigentlich nicht rot. Aber, ne, also aus meiner Sicht, rote Karte, völlig in Ordnung, kann man so geben. Natürlich die große Frage ist die, wie werden sie jetzt gegen Hansa Rostock auftreten? Im letzten Spiel eben gegen die Bayern positiv aufgetreten, 3:0, verwaltet, zwar noch 3:2 an Abschluss, aber man hat eben diesen Verwaltungsmodus die ganze Zeit gesehen, aber was soll's, ne? Führst du, kannst du auch verwalten. Ne? Bei Hansa Rostock dagegen, das sind immer Spiele, die relativ knapp sind, wo man auch sieht, dass die Rostocker kämpfen bis zur letzten Minute und ich denke mal, dass dieser Kampf bis zur letzten Minute auch an Abschluss Glück bringen wird. Ich denke, dass dieses Spiel lange Zeit unentschieden sein wird und am Ende gewinnt Hansa ganz knapp mit 2:1.
Das nächste Spiel ist mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen dem VfB Lübeck und dem Halleschen FC. Ja, Entscheidungen des Schiedsrichters. Es ist momentan gefühlt so, dass jeder Schiedsrichter irgendwie gegen Lübeck pfeift und irgendwie jedes Mal, wenn du irgendwie ein Spiel dir anschaust, dir einen Abschluss so denkst, so, wie viel Pech darf man in einem Spiel haben? Verschossene Elfmeter, gut und schön. Elfmeter für den Gegner gegeben, der eigentlich auch aus meiner Sicht wieder keiner ist, aber ne, vielleicht bin ich da wieder ein bisschen sehr parteiisch. Ich habe ja gesagt, ich versuche es so gut wie möglich unparteiisch zu sein, aber aus meiner Sicht ist der letzte Elfmeter keiner. Es war ein Spektakel von Elfmetern, ein Spektakel von Fouls, ein Spektakel von allem. Es war richtig ein Topspiel. Ja, was man dann am Abschluss verloren hat aus Lübecker Sicht. Für die Münchner natürlich positiv. Damit haben sie endlich wieder Punkte geholt. Sogar 3. Für Lübeck sieht es mittlerweile ein bisschen eng aus. Ne? Unten in der Tabelle angekommen. Da, wo man nicht hin wollte. Aber wenn man so viel Pech in dieser Saison hat, ne, passiert sowas. Es gibt immer ein Team, was Pech hat und ja, dann da unten steht. Der Hallesche FC kennt das aus den letzten Jahren. Man war eigentlich immer gut gestartet in der Saison und dann ist man durchgereicht worden und dann spielt man gegen den Abstieg. Diese Saison will man das eigentlich vermeiden. Im letzten Spiel haben sie gegen Meppen zwar gewonnen, aber da habe ich ja schon gesagt, dass da irgendwie so gefühlt die Frustrationstoleranz bei der Meppner eher niedrig ist. Also schauen wir mal, wie das Ganze laufen wird. Ich denke aber, dass es einen Abschluss zwischen diesen beiden Teams ein Unentschieden geben würde, ein 1:1. Pech hin oder her, ich denke mal, dass beide Teams ungefähr gleich stark sein werden in dieser Partie. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem ersten FC Magdeburg und Wien Wiesbaden. Da hat Wien Wiesbaden das Vollgas gefunden und auch Vollgas gegen Uerdingen gespielt. So will man das doch eigentlich von einem Team sehen, was um den Aufstieg spielt. Große Frage ist natürlich die, wie wird es gegen Magdeburg laufen? Werden sie auch da mit Vollgas spielen oder nicht? Die Magdeburger, ja, mit der Niederlage gegen Verl, wo man sich so dachte, so, ja, also, das wird wahrscheinlich in dieser Saison mit dem Aufstieg auch eher nichts. Man muss sich da doch eher nach unten hin orientieren. Und genau das wird am Ende dieser Begegnung auch dann das Ausschlaggebende sein. Die Moral fehlt einfach an Abschluss zum Ausgleich. Ich denke, dass Wien Wiesbaden dieses Spiel knapp gewinnen wird mit 2:1. Am Ende fehlt einfach diese Moral, die sie brauchen für dieses Unentschieden. Nun ja, das nächste Spiel findet statt, ebenfalls am Samstag. Es ist das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Uerdingen. Da fallen die Uerdinger irgendwie so ein bisschen in alte Muster zurück. Da habe ich sie im letzten Tipp noch gelobt. Es läuft doch jetzt schon besser und dann sowas. Gegen Wien Wiesbaden unter die Räder gekommen. Klar, Vollgasfußball von Wien Wiesbaden. Aber trotzdem, du darfst dann nicht dich so hängen lassen und dich so fertig machen lassen. Also keine Ideen im Aufbauspiel von Uerdingen. Nicht irgendwie eine Gegenwehr von Uerdingen. Es hätte auch gut und gerne noch höher ausgehen können. Beim MSV dagegen völlig überraschend 1:0 gewonnen. Also ich sage ja immer gerne mal so, auch bei meinen Videospielen, bei zum Beispiel meinen FIFA-Videospielen, sage ich immer mal gerne so, klassisches Zitat, wenn du alle Spiele 1:0 gewinnst, wirst du auch Meister. So hat Duisburg im Endeffekt gegen Unterhaching gehandelt. Ne? 1:0 erzielt, nicht zwingend verwaltet, aber auch nicht zwingend irgendwie nach vorne gespielt. Halt dieses klassische, okay, wir führen 1:0, gucken wir mal, was da jetzt sich so ergibt. So, klar, die haben jetzt schwierige Wochen vor sich, aber dennoch denke ich mal, dass sie die nächsten Punkte holen werden, die nächsten 3 gegen Uerdingen, einen Abschluss mit einem 2:1. Das nächste Spiel findet am Sonntag statt. Es ist das Spiel zwischen dem ersten FC Saarbrücken und dem SC Verl. Aufsteigerduell. Ja, in dieser Saison, diese Aufsteigerduelle sind gar nicht mal so uninteressant. Deswegen, das könnte natürlich auch ein hochinteressantes Spiel werden. Saarbrücken einfach momentan top drauf. Und sie spielen eine richtig starke Saison. Große Frage natürlich, wie das jetzt gegen Verl aussieht. Also, die Verler haben ja in letzter Zeit eher so mäßige Ergebnisse gezeigt. Klar, jetzt im letzten Spiel gegen Magdeburg gewonnen, aber, ne, große Frage natürlich auch die, wo geht es hin für Verl? Dagegen hatte Saarbrücken definitiv ein richtiges Spitzenspiel gegen 1860 München gezeigt
Und ich denke mal, dass die Leistung weiterhin die Leistungskurve nach oben zeigt und weiterhin die Saarbrücker gewinnen werden und dieses Mal sogar mit einem 3:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Bayern München 2 und Waldhof Mannheim. Ja, da waren die Mannheimer lange Zeit noch ungeschlagen, sah doch alle eigentlich ganz gut aus. Und dann, ja dann, hast du so eine knappe Geschichte und du verlierst das Spiel und denkst so, verdammt, wir hätten auch einen Punkt holen können. Nun gut, dann ist jetzt die große Frage natürlich, abhaken, nächstes Spiel gegen die Bayern oder wie läuft das? Die Münchner, völlig verpeilt am Anfang des Spiels, 0-3 Rückstand, orientierungslos. Ich weiß nicht so ganz, was mit dem aktuellen Meister der dritten Liga los ist. Klar, viele Spieler sind weggegangen, klar, das neue Team, aber so wirklich Richtung Titelverteidigung sieht das eher nicht so aus. Jetzt gegen Waldhof Mannheim, die unentschieden Könige sind. Wir können einfach schon denken, was wir tippen. Jupp, 1:1. Die unentschieden Könige bleiben unentschieden Könige. Das nächste Spiel ist das letzte Spiel des Spieltages. Es ist das Montagsspiel. Es ist das Spiel zwischen der Sportvereinigung Unterhaching und der TSV 1860 München. In den letzten Jahren war das immer mal wieder auch gerne dafür da, dass dieses Spiel ein Spektakel wird. Große Frage natürlich ist die, wie wird das denn dieses Mal laufen mit dem Spektakel? Unterhaching knapp verloren jetzt gegen Duisburg. Okay, na, müssen wir mal einfach gucken, wie das da bei den Hachinger weiterläuft. 1860 München dagegen eigentlich ein super Spiel gegen Saarbrücken. Am Ende hat es eben dann nicht ganz gereicht. Große Frage natürlich, kann es wieder reichen? Geht es jetzt wieder Richtung Tabellenspitze? Wir wissen ja, dass, also zumindest laut meinem Tipp, dass Saarbrücken das Spiel gewinnen wird. Werden sie es tun? Werden sie es nicht tun? Das wird sich dann zeigen, wie diese Partie läuft. Ich denke aber, dass dieses Spiel auch sehr ausgeglichen sein wird am Ende und es am Ende 4 Tore gibt und ein 2:2. Das waren meine Fußballtipps für diesen 3. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps natürlich in der Tipprunde abgeben, unten verlinkt. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum 8. Spieltag wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann kann ich euch ja nicht dazu zwingen. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.